Benjamin Kellermann, ich arbeite hier an der TU Dresden und ich habe vorher hier studiert. Und während meines Studiums habe ich eben viel mit Computern verbracht, weil ich durchs Informatikstudium logisch und war dann auf der Suche nach Tastaturlayouts. Wir haben also bei dem Layout uns unterstützt auf die Untersuchung, die auch von Romot und Dvorak gemacht wurden, dass es eben gut ist, wenn man häufig den Handschlag wechselt. Das heißt, wenn man den ersten Buchstaben geschrieben hat mit der einen Hand, sollte man möglichst den nächsten Buchstaben mit der anderen Hand schreiben, sodass man während des Tippens immer hin und her springt zwischen den Händen. Wenn das Springen nie möglich ist, dann soll man möglichst abrollende Bewegungen machen und diese abrollende Bewegung soll möglichst ein Finger überspringen, damit man die nebeneinander hat, damit ein Finger tippen kann und der andere sich schon auf die nächste Taste vorbereiten kann. So. Und auf diese Untersuchung haben wir uns gestützt und haben versucht, nach diesem Vorbild ein ergonomisches Layout zu entwickeln. Das jetzt so sieht das Layout jetzt aus, wie man es hier auf meinem Bildschirm sieht. Das sind die fünf Vokale hier auf der einen Seite. Das heißt, hier sind ja, liegen die Finger normalerweise auf und hier liegt die andere Hand der Finger auf. Und die häufigsten Zeichen sieht man eben, sind hier auf der Grundreihe. Man sieht hier das E als häufigstes und A, der häufigste Vokal. Auf der anderen Seite das N und das R als die häufigsten Buchstaben. Man kann das Ganze auch vergleichen. Wenn man sich zum Beispiel, ich habe hier mal aus der Vorlesung Kryptographie und Kryptoanalyse die Häufigkeitsverteilung von Buchstaben. Man sieht dann eben hier, das E ist am häufigsten, das A ist der nächsthäufige Vokal. Dann haben wir hier das N als häufiges, als zweithäufigsten Buchstaben. Und das R und das S und das T. Man kennt es auch aus den Shows, wo immer das Ernstel verlangt wird, wenn die häufigsten Buchstaben verlangt werden. So, hier oben habe ich jetzt nach der Reihe nach die Buchstaben, wie sie nach Häufigkeit geordnet sind, abgetragen. Und dann sieht man eben hier, wenn ich jetzt immer tippe, E ist dann immer das Dunkle, ist dann immer der Buchstabe, der als nächstes mit Tippen dran ist. Und dann sieht man eben das E, also auf der Grundreihe das N, das sind die zwei häufigsten, die sind mit den Zeigefingern zu tippen. Dann das I und das S, R, A und T, D. Bis jetzt habe ich noch nicht einmal meine Grundstellung verlassen müssen, um die acht häufigsten Buchstaben zu drücken. Jetzt geht es eben weiter, L, C, G, M und jetzt muss ich eben natürlich irgendwann die Grundreihe verlassen. Aber auch hier bleibe ich möglichst bei den starken Fingern, das heißt beim Zeigefinger und bei den Mittelfingern. So, das nächste, worauf man achten sollte, war ja eben, dass man oft wechselt mit den Fingern. Und um diesen Wechsel hinzubekommen, muss man jetzt, versucht man eine Bigramm-Analyse zu machen. Das heißt, wir schauen, welche Zeichen oft hintereinander drankommen. Und da kann man uns genauso wieder die Bigramme anschauen. Da haben wir hier die Bigramme nach Rang geordnet, wie sie häufig vorkommen. Und das gleiche habe ich hier mal abgetragen, also hier mal eingegeben. Und da sieht man eben hier ER häufigstes Bigramm, danach kommt EN. Und wenn wir das jetzt tippen, EN ist also ER und EN ist also abwechselnd die Finger jeweils. Dann haben wir CH auch abwechselnd, DE abwechselnd, EI ist so eine Rollbewegung, IN. TE ist immer abwechselnd, IE ist dann die Rollbewegung in die andere Richtung. Und GE, jetzt habe ich also bei den Bigramms das zweite Mal nach dem CH meine Grundstellung verlassen. So. Wenn man das Ganze jetzt vergleicht mit anderen Layouts, könnte man jetzt zum Beispiel hier mal einstellen, als Keyword-Layout einfach das Q-Wärts, wie man das normalerweise kennt. Hier. So, da sieht man also ER, das ist erstmal eine Zweifinger direkt. Nicht in der Grundreihe und völlig woanders. EN, das ist auch eine Grundreihe. CH dort. DE hat man sogar hier so ein Bigramm, was man mit einem Finger einzeln tippen muss. Das heißt, der Finger muss erst von hier nach oben springen. Das ist natürlich das ungünstigste überhaupt. So, EI, IN, TE, IE, GE. So, und man sieht also, man kann fast kennen, der Bigramm überhaupt auf der Grundreihe tippen. Das heißt, man muss die Grundreihe ständig verlassen, muss ständig irgendwo hin und her springen. So. Natürlich kann man das Ganze jetzt auch noch mit Dvorak vergleichen. Da sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Ja, Dvorak Layout sieht so aus und da sieht das Ganze auch schon besser aus, weil das hier auch schon ergonomisch optimiert ist und die allerdings eben für das Englische optimiert ist. Zum Beispiel das hier das TH mit auf der Grundreihe drauf und sowas. Das ist dann halt eben anders. Also ich kann das mal schnell durchtippen. Also hier sieht man, bleibt man schon auf der Grundreihe. So, wenn man das Ganze jetzt weiter treibt,
kann man das Ganze noch für Trigramme sich anschauen und auch für Trigramme optimieren. Achso, jetzt habe ich noch das falsche Art eingestellt. So, das ist dann aber am Ende auch nichts anderes. Also da versucht man eben wieder, dass die Finger sich möglichst auch abwechseln. D, E, R, also hin und her gesprungen. Erst D, E, R, dann I, C, H, nur I, C und ein Handwechsel dabei. Dann E, I, N ist wieder, dann ein Handwechsel dabei. C, H, E ist hin und her gesprungen. C, H, E und D, I, E auch hin und her gesprungen. Und hier dann das Abrollen drin. So, und auf diese Weise ist eben das Layout optimiert. Nachdem wir 2004 die erste Ebene optimiert hatten und dann mit der, oder 2005 so etwa mit der Optimierung der ersten Ebene abgeschlossen hatten, haben wir dann noch was eingeführt, was es bis jetzt bei noch keinem anderen Layout so gibt. Und zwar ist es immer recht ärgerlich, dass die Sonderzeichen so schlecht liegen. Und da haben wir also angefangen, eine neue Ebene einzuführen, die sich speziell mit Sonderzeichen befasst. Das heißt, man hat ja normalerweise hier unten in der Ecke ein Alt-GR und mit dem erreicht man eine neue Ebene an Tasten. Und das haben wir sozusagen weitergeführt, den Gedanken. Wir haben das Caps Lock entfernt, weil man Caps Lock im normalen Schreiben eigentlich fast nie braucht. Und haben dort einen Modifier eingesetzt für eine neue Ebene und auf die andere Seite genauso einen Modifier für eine neue Ebene. Und die man also mit dem kleinen Finger zusätzlich zum Shift erreicht. Und auf dieser Ebene liegen jetzt alle häufigen Zeichen, die man irgendwie brauchen kann. Die wichtigsten hier wieder auf den Zeigefingern sind die Klammern. Hier auf der anderen Seite die anderen Klammern. Und so haben wir das Ganze eben optimiert. Wir sind hier auch erstmal ein bisschen naiv rangegangen, haben dann allerdings festgestellt, dass unsere erste Belegung, die wir uns erst vorgemacht hatten, nie so ganz optimal war, weil wir da noch nie auf Bigramme geachtet hatten. Haben dann angefangen, vier Bigramme zu suchen, die bei Sonderzeichen vorkommen. Zum Beispiel eben hier, Tilde Slash braucht man eben oft für das Sonderzeichen, Doppelpunkt ist gleich für Zuweisungen in Programmiersprachen. Die Pfeile werden bei Hashes gebraucht, in Perl oder in Ruby. Außerdem Vergleiche, größer gleich, kleiner gleich, ungleich, Kommentare in vielen Sprachen, hier für LaTeX irgendwas hochschreiben, hier hoch 2, hoch 3. Und haben versucht eben, dass man sowas immer mit einer Hand tippt, damit der andere, die andere Hand den Modifier drücken kann. Also man darf zielgenau davon ausgehen, dass die Hände wechseln, weil ja eine Hand auf dem Modifier liegen bleibt und die andere Hand tippt dann. Und dann kann man eben hier das Tilde Slash eben schnell hintereinander drücken. Also hier Tilde Slash liegt dort unten und dort. Dann hier Doppelpunkt ist gleich, liegt eben hier hintereinander direkt. Oder eben der Pfeil, auch der wird jetzt hier falsch angezeigt, ist hier Minus und Spitze Klammer zu. Minus Spitze Klammer zu. Ist gleich Klammer zu. Oder größer gleich, kleiner gleich und Ausrufezeichen ist gleich für ungleich und sowas. Dass eben sowas alles optimiert wird. Wenn hier jetzt auf der Seite Slash Stern und natürlich Stern Slash das Gegenteil ist, dass man sowas eben alles schnell tippen kann. So, und ja, dafür gibt es natürlich auch Trigramme, die wir versucht haben zu bedenken. Und als letztes, das was ich jetzt noch mit angesprochen hatte vorhin, war eben das, dass man die Steuertasten, dass sie dann immer so weit weg sind, war eben noch ein Ärgernis vieler. Und um das zu beseitigen, das Problem, haben wir noch eine weitere Ebene für die, also eine fünfte Ebene noch eingeführt. Und da ist also hier ein Button und, ach, das ist hier natürlich nochmal dargestellt, auf der anderen Seite ist der Button hier für die fünfte Ebene. Und auf dieser Ebene, haben wir auf der einen Seite einmal einen Zahlenblock, damit man immer zu den Zahlen umgreifen muss oder auf der seine Hand wegnehmen muss von der Tastatur, einen Zahlenblock eingeführt und auf der anderen Seite ein Steuerkreuz. Das heißt, mit diesen Zeichen kann man jetzt eben in Anwendungen, wenn ich jetzt hier mal eine Anwendung habe und ich schreibe da so ein bisschen was, dann kann ich jetzt eben hier mich bewegen, meine Cursor-Taste bewegen, ohne irgendwie meine Hand von der Tastatur runterzunehmen oder ich kann eben auch bequem irgendwelche Zahlen tippen und habe eben den Ziffernblock hier auf der anderen Seite. So, das ist die Optimierung, die wir noch als letztes vorgenommen haben und die sich eben von allen anderen Layouts sehr unterscheidet. Und das war es zur Vorstellung meines Projekts.